zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und das ist auch mal ein nettes Angebot hier, was ich dem Luca hier mache. Im Clan, beziehungsweise auf meinem Rathaus 13 Account. Ich habe so ein bisschen die Scattershots umgestellt, aber es hilft irgendwie nicht. Ich meine, das ist ein Design-Dorf und kein Dorf, was wirklich irgendwo auch mal eine Defensive hinlegt. Aber oh, man versucht immer so ein bisschen das Beste. Ich habe jetzt meine, wie gesagt, die Scattershots mal so ein bisschen Richtung Rathaus gebracht, dass die dort auch das Rathaus ein bisschen verteidigen. Hat hier nicht geholfen und ich habe ihm über 8000 Dunkles angeboten. Das ist natürlich nett, da ich den Pott eigentlich auch rausstellen könnte. Ich brauche ihn jetzt im Moment nur für Supertruppen, es sei denn, es kommt irgendwann jetzt mal ein Update für irgendwelche dunklen Sachen. Dann ist er natürlich auch wieder ein bisschen leerer, aber nach wie vor ist er natürlich Ort der Begierde hier. Und das Angebot hat sich Luca in jedem Fall hier nicht nehmen lassen, dass er mein Dorf angreift. Und es gibt aber noch ein paar andere gute Angebote. Habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Aber gehen wir gleich mal rein. Wir machen heute auch einen Live-Angriff. Oder vielleicht auch zwei. Mit Rathaus 9 habe ich allerdings vor. Aber die Defensive hier, die war jetzt gerade so vor so ein paar Sekunden. Da habe ich gedacht, ach, die nimmst du einfach mal mit rein. Dann sehen die Leute, dass dieses Dorf ihn nicht hält. Also baut es nicht nach. Es gibt keinen Link. Tut es nicht. Es lohnt sich nicht. Aber naja, es ist halt so gebaut. Und ich könnte auch mal ein anderes Dörfchen nehmen. Aber hier oben in Titan 2 reicht das eigentlich noch. Und ein bisschen hat er ja noch mitgenommen. Auch an Gold und Elex. Das brauche ich ja im Moment noch für so letzten Mauern. Aber naja, 7081 seien ihm gegönnt. Er muss ja noch ein bisschen Helden machen. Und dann springen wir jetzt mal auf mein Rathaus Neuendorf. So, und dann bin ich hier beim Zweisocken heute. Jo. Und ja, ihr habt es ja gesehen hier, echt fett. Echt fett. Ich habe es schon überall abgesammelt. Ich konnte es gar nicht erwarten, den Shop heute Nacht. Und aber auch die anderen beiden Angebote, denke ich mal, da stimmt ihr mir sicherlich zu. Oder ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, warum die doch nicht so gut sind. Aber für 120 Gems, der Bauarbeitertrank ist ein Schnäppchen. Keine Frage. Und glaube ich zum... Der ist, glaube ich, sonst teurer. Aber der Trainingstrank, zwei Trainingstränke hier mit 20 Gems, das ist ein Schnäppchen, denn normalerweise kostet ein Trainingstrank hier eben beim normalen Händler, so will ich ihn mal benennen, 25 Gems. Und deswegen sind zwei Trainingstränke für 20 echt super, super Schnäppchen. Ich kann euch sagen, schlag zu, gebt die Trainingstränke aus, trainiert, spielt viel Clash of Clans und dann holt euch die ruhig für 20 Gems, denn das sind gut investierte Gems hier. Beim Zweisocken, wir haben es auch gut investiert, allerdings wollte ich jetzt mit dem Zweisocken ganz gerne angreifen. Oh, ich muss erstmal gerade eine Anfrage annehmen vom Alex, damit ich jetzt auch ein paar Loons hier bekomme. Das müssen wir eben machen. Wartet mal eben. Während ich den jetzt annehme, kann ich euch unseren im Moment Gegner zeigen. Und wir haben 7 Angriffe. Mal 3 sind 21 Sterne. Ja, unser Gegner ist ein bisschen mau, muss ich sagen. Obwohl er oben ein Rathaus 12 hat. Aber das ist auch wirklich nur ein Rathaus 12. Und ich meine, wenn der Chefkoch hier schon 1 Stern deft gegen Rathaus 12, dann könnt ihr euch in etwa die Qualität des Gegners so ein bisschen denken. Und ihr seht auch hier unten irgendwie nicht backen. Lela hat sogar gedefft und Eddie schon zum zweiten Mal. Alles klar, Eddie schon zum zweiten Mal. Aber ich will mal mein Gegenüber jetzt machen mit dem Zweisocken. Aber erstmal muss ich den Alex annehmen. So, jetzt habe ich den Alex angenommen. Und dann gucken wir mal, was da so kommt. Ja, mit Lela habe ich schon angegriffen. Schneller und kurzer, knapper Angriff. Only Hawks kann man mal machen, denn die haben auch immer komische Clanburg drin. Das habe ich mir jetzt gedacht, dass das so ist, dass die jetzt nicht so einen fetten Drachen drin haben oder sowas. Die hatten hier unten, das seht ihr jetzt gerade, immer ein paar Bowler dabei. Bowler und so ein bisschen Kleinzeug. Easy peasy hier unten. Und ich hatte eigentlich jetzt viel zu viele Magier dabei, aber Bogenstützen dabei. Ich hätte noch ein paar mehr Hawks mitnehmen sollen. Aber meine Hawk Riders sind erst auf Level 3. Sind also noch nicht ganz so stark. Ich wollte jetzt auch keinen Machttrank dafür nehmen. Ich glaube, das nimmt man da nicht. Es gibt noch einen Machttrank in den Events. Den hole ich mir in jedem Fall mit einigen Dörfern zumindest, wo ich den super, super gebrauchen kann. Aber hier mit den Weinereitern hier jetzt einmal durchgeritten. Die teilen sich jetzt zwar ganz krass und ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass ich meine Zauber ganz gut platziere. Aber so ein Dorf hier ist gar nicht mal so schlecht. Boah,
Aber Verteidigung reicht es denn doch nicht. Also die Magiertürme sind natürlich nextortige bei dem Rathaus 8. Da habe ich schon immer ein bisschen Respekt vor. Aber ihr seht, wie viel Hogrider ich noch über habe und die Skelette. Und ich sogar noch mal, konnte ich nochmal weggiften. King ist unten auch gefallen und mein King kann jetzt beim Cleanup mithelfen. Also ganz lockere Sache hier. Und ich will jetzt gleich auch das Angebot ein bisschen nutzen, beziehungsweise jetzt zumindest heute die nächsten 20 Stunden oder 15 Stunden oder wie lange das noch läuft. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alle Accounts heute so durchgeprügelt bekomme, dass ich auch die ganzen Trainingstränke nehmen kann. Aber ich denke mal, das wird schon funktionieren. Deswegen habe ich mir den Alex hier erstmal kurz reingeholt in den Clan, dass der mir vielleicht ein paar Loons geben kann. Ich gucke mal. Oh, der Alex hat gar keine Loons ausgebildet. Alles klar, das ist natürlich gruselig. Eben mal bauen lassen, mal 6 Stück, und ich muss mir jetzt mal eben meinen Gegner anschauen. Mal 4 machen wir, und das ist Angeles. Gucken wir mal gerade rein in die Base. Okay, jo, das machen wir. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, auch nicht so ganz so dolle, aber egal. Ich will jetzt mal eben anfordern. Ah, nee, ich hab noch voll. Ah, ich habe noch Hocker da drin. Ich habe noch Hoxte. Warte mal. Ich habe noch Hoxen, hab aber schon meine Luftarmee. Das ist doof. Oder sollen wir gerade die Luftarmee verballern und das Ding eben mal mit Hogridern überreiten? Ach komm, das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Warte mal. Das können wir auch machen. Wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Oh, das ist ein gutes Dorf. Das ist ein Dorf hier. Wir machen das erstmal gerade so. 2000. Oder so ein bisschen. Ist doch ein bisschen. Wir machen das mal eben so. Und dann durchreite ich das Dorf eben. Ist egal. Ob ich da jetzt einen Luftangriff mache oder ob ich jetzt, glaube ich, einen Bodenangriff mache. Das Dorf ist eh hin. Also es ist nicht so gut, so will ich es mal sagen. So, hier nehmen wir mal die Hogs kurz mal einmal in die Pflicht, dass die hier ein bisschen was reißen. Und die reißen schon mal eine Riesen. Auch nicht schlecht. So, hier einmal 2 Mauerbrecher gesetzt. Das müsste eigentlich reichen. Ja, passt auch. Aber auf der Seite lasse ich mal mein Ding eben laufen, dass die Queen dort reingeht. Macht die das auch? Ja, die macht das. Oh, ach shit, falsche Seite, Toto. Falsche Seite, Toto. Ich habe die falsche Seite erwischt. Ich kriege die Queen, oder? So, erstmal die Mauer da aufmachen. Wunderbar, das hat noch funktioniert. Aber ich kriege jetzt die gegnerische Queen. Boah, die ist. Also die steht jetzt so tief, so meine ich das immer. Wenn man jetzt hier so reinguckt in die Base, dann steht die ziemlich tief in der Base. Meine Queen hier noch eben mal in Wut nehmen. Okay, das war jetzt ein bisschen dusselig. Das habe ich ein bisschen verpeilt gerade. Da müssen wir hier jetzt doch schon mal so ein bisschen mit unseren Loons rein. Das könnten jetzt ein bisschen wenig sein, weil die Queen dort mir wie die Hunde runterschießt. Okay, ihr haut mir die Hunde runter, aber vielleicht schaffen es ja die Loons, Queen ein bisschen mit kaputt zu machen, wenn die jetzt die Defensive machen. Und die schaffen das nicht. Okay, die schaffen das nicht. Dann muss es doch irgendwo meine Queen richten. Mal eben schon mal so ein bisschen ab hier setzen. Oh, der Cleanup da war nicht ganz so gut. Und die gegnerische Queen hat aber auch nicht überlebt. Okay, die gegnerische Queen hat auch nicht überlebt. Dann holen wir uns auch wenigstens noch das Dunkle da. Warte mal. Komm da nicht mehr dran. Tolle Wurst. Naja. Egal. Komme ich jetzt nicht mehr ganz dran. Die waren die Hogrider am Anfang doch ein bisschen gruselig gesetzt. Aber jetzt habe ich in jedem Fall gleich eine Hogrider-Armee für meinen EK-Angriff. Und dann nutze ich in dem Fall. Ich glaube, ich breche das mal ab, weil ich brauche nur Dunkel im Account hier. Und dann kann ich anfragen. Jetzt muss ich mal eben checken. Ola und Giftzauber. So, machen wir das mal. Und jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich wollte ja jetzt schon mal einen Trainingstrank nehmen hier, weil ich wollte jetzt danach, also nach dem Video, einen kann ich übrigens gar nicht nehmen. Ich muss 2 nehmen. Kann ich nach dem Video hier in jedem Fall noch mit diesem Account bisschen weiter boosten. Ich mache einen kurzen Cut, dass ich mir gerade Truppen gebe, und dann machen wir unseren Live-Angriff hier.
Okay, Freunde, die Armee ist ready und dann gehen wir mal rein. Denn ich will danach noch einen Angriff machen auf die Nummer 1. Ich bin ja jetzt im Moment im Boost und wir machen erstmal die Nummer 4. Eigentlich wollte ich die Nummer 4 ein bisschen anders machen. Aber ich mache die Nummer 4 jetzt mal so, wie ich das geplant hatte. Und gucken wir mal, was der hier so in der Clanburg hat. Wir gehen mal auf Angreifen. Ich habe jetzt nicht alles auf Max, das brauche ich nicht immer. Ich habe jetzt allerdings noch mal eben an meinem Mikrofonfilter so ein bisschen rumgefummelt. Denn so ein paar Wörter, oder war schon mal eine Riesenbombe, das ist natürlich cool. War das alles, was da rauskommt? Nein, da kommt noch eine Hexe mit drauf. Alles klar. Dann gehen wir hier oben rein und dann können wir gleich ganz nett unseren Gift hier postieren, würde ich sagen. Und dann machen wir das auch mal. King hier mit rein, die hier mit rein. Meine vielen, vielen Mauerbrecher. Oh, hey, die gehen dann nicht ganz so gut, sehe ich gerade. Denn wir müssen irgendwie so ein bisschen die Queen erreichen, hier die gegnerische Queen. Kommen wir aber auch hin, wunderbar. Und dann nehmen wir hier mal den Wut, dass die jetzt die gegnerische Queen auch kaputt machen. Kaputt machen, so. Hier oben die Hox. Können von da aus rein, denn ich wollte jetzt nicht noch in eine andere Falle tapsen. Und da muss ich jetzt mal gucken, wo ist denn... Ich überlege gerade, wo der Flächenschaden für meine Hox ist. Okay, es gibt keinen, alles klar. Es gibt irgendwie keinen. Oh, da gehen die gerade ein bisschen nach außen. Und allerdings habe ich jetzt hier gleich noch einen ziemlich nervenden King vor mir. Hier müssen wir noch mal heilen. Hier nehmen wir mal den Gift für den King. So, außen schon mal auch ein bisschen an Cleanup gedacht. Und in der Mitte, oh. Da müssen die Hox noch mal richtig ran. In die Mitte ist noch hart verteidigt, da sehe ich gerade. Und der nervende King ist immer noch da. Mensches Kinas. Oh, ab, ey. Ah, das ist echt dusselig. Komm, ich zünde jetzt die Queen mal. Nicht, dass ich nachher ein Problem hier bekomme mit dem doofen King. Aber das ist eine ganz enge Sache. Ich habe es echt wieder mal auf die leichte Schulter genommen, glaube ich, ne? Kann das sein? Dass ich es echt mal wieder auf die leichte Schulter genommen habe hier. Denn meine Hog Rider schaffen das alles nicht. Ah, super. Aber ich habe noch ein paar Bowler am Start und... Oh, ist das eng. Der eine Tesla da. Aber auch der ist Geschichte, Glück gehabt. Das war vielleicht ein bisschen zu lässensfair. War vielleicht ein bisschen zu lässig hier. Okay, den nächsten muss ich in jedem Fall anders machen. Wir machen gleich die Nummer 1, das Rathaus Zwölfdorf. Denn auf einem Bein können wir hier zum Wochenende nicht stehen. Wir machen in jedem Fall noch einen zweiten Angriff. Aber erstmal den hier. Das ist jetzt der 8. Angriff. 8x3 sind 24 Sterne für uns. Und ja, es gibt noch nichts auszubessern. Deswegen kann ich ruhig ein bisschen höher gehen. Denn wir haben noch genug Angriffe hier. Chromalissa hat noch ihre Angriffe. Ich habe meine Angriffe noch mit dem Chefkoch. Der JJ hat auch Angriffe. Enid hat auch noch Angriffe. Oso hat schon einen gemacht. Also wir sind alle noch offen hier. Auch unten Lela. Und auch frei für die Achte da unten. Also ganz easy peasy. Dann baue ich die Armee jetzt mal nicht nochmal nach. Ich baue jetzt mittlerweile meine zweite Armee. Denn ich wollte ganz gerne das Event noch ein bisschen machen. Und zwar mit ein paar Kobis. Mit ein paar Kobolden. Aber die Super Kobolde. Deswegen habe ich den Alex hier auch reingeholt. Nehmen wir hier mal so 10 Stück mit, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Ah, das ist ein Spiel. 1, 2, 3, 4. So passt das. Und 1, 1, 1 und dann machen wir noch einen kurzen Schnitt. Die Armee fertig ist. Recken tun die ja recht schnell, weil ich ja im Boost bin. Also Leute, nochmal, nehmt die Angebote. Ich werde in jedem Fall hier jetzt 2 Stunden ein bisschen Gas geben mit dem Account und dann werde ich mir den nächsten schnappen. Muss mal gucken, ob ich heute überhaupt alle schaffe. Bis gleich. Jo, ready for Edelscout. Alles klar, es geht auf die Nummer 1, auf Tapara. Ich habe einen Go-Vibe am Start, beziehungsweise kein Go-Vibe, sondern habe ich eigentlich Go-Vibes dabei. Ach doch, ich habe 2 Golems dabei. Die Clanburg ist natürlich hinter dem Rathaus. Das könnte jetzt ein bisschen nachteilig sein. Ulti Inferno passt. Das können wir ruhig so mitnehmen, aber ich muss ziemlich breit angreifen, weil die Front auch breit ist. Oder ich nehme einfach die Seite über die Queen. Das ginge auch. Die Inferno ist aber nicht. Und deswegen lasse ich die Queen mal Queen sein. Wir nehmen hier eben mal die Kulis mit rein. Mal sehen, ob meine Mauerbrecher da überhaupt durchkommen. Jo, die kommen da durch. Wunderbar. Können wir hier reingehen. Bei Päcker hinterher. Ich meine, die können jetzt nicht lügen, die Truppen hier. Muss man auch ganz klar so sagen. Dann springen wir hier hinten mal rüber.
Der Queen kriegt da schon ganz schön Beschuss. Okay, oh, was hat er denn da drin? Päcker. Das geht ja gar nicht. Päcker, alles klar. Okay, das Rathaus ist aktiviert. Ich muss gerade ein bisschen lachen, Leute. Tut mir leid. Mir wirklich leid. Ich musste wirklich jetzt gerade ein bisschen lachen. Und aber meine ganzen Walküren hat es da auch erwischt, oder? Ah ne, ein paar Walküren sind da noch am Start. Okay, vielleicht werden es ja 2 Sterne. Mal gucken. Allerdings haben wir jetzt noch nicht so die heftigsten Prozente hier. Queen geht aber jetzt noch. Oh, Päcker geht auch mit außen rum. Ich hätte hier... Ah, okay, Bauhütte. Nimmt die Queen hier mit. Wunderbar. Oh, mein King ist da hinten. Schon am gegnerischen Inferno. Aber die X-Bögen hier setzen mir ziemlich derbe zu. 38%. Und Päcker ist da aber auch noch da. Okay, vielleicht hätte ich mir den Sprung aussparen sollen und einfach nur durchwuten. Ganze Meute. Das sieht aber noch ganz gut aus. Für 50% nehmen wir den in jedem Fall mit. Wunderbar. Oh. Naja, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass wir den als Stratus 9 kriegen wir den auch down. Also ganz. Wenn Chefkoch und Romulissa oben haben, maxt Helden auch noch. Das heißt, da kommt noch mal ein paar Heldenlevel drauf. Und Truppen sind jetzt die gleichen, was die Stärke angeht. Aber wir haben halt noch mal ein kleines Stück stärkere Helden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir diese Base hier dreiern. Ich glaube, Hogrider wären ganz gut, kann ich mir vorstellen. Und oder vielleicht was mit Luft, dann kommt die Clanburg nicht raus. Könnten wir eigentlich überfliegen mit irgendwas. Lalo oder so. Queen rausnehmen und gut ist. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Chefkoch, ich glaube, das machen wir. Das machen wir mal so an der Stelle. Okay. 56 Sekunden hier außen noch die paar Bogenschützen. Ich cutte euch das nicht raus, sondern ich pausiere das Video einfach. So, genug pausiert. 67% sind sogar noch geworden, also gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Und ich bilde jetzt aber mal nochmal ein paar Truppen im Nachgang aus. Ich brauche Dunkles, das heißt, wir nehmen nur Elex-Truppen mit. Und dann soll es das aber von hier gewesen sein. Ich weiß, ich habe jetzt eigentlich auf die Angebote aufmerksam machen wollen, aber ich glaube, Leute, so ein bisschen Clash of Clans, das tut jetzt nicht unbedingt weh. Und ich bin halt jetzt nicht so jemand, der 20 Minuten lang über 3 echt Top-Angebote sprechen kann. Also nochmal, schlag dir zu, ich schlag dir auch zu. Ich mache jetzt in jedem Fall weiter. Leute dann auch irgendwann heute das Wochenende ein. Es gibt ein bisschen was zu streamen, denke ich mal. Wir werden uns ehrlich hören und sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund wie immer. Und bis dahin, euer Toto. Rest.